Es ist dringend notwendig, dass sich die Staatengemeinschaft wieder dazu verpflichtet, den globalen Fonds tatsächlich finanziell so auszustatten, dass er seinen Aufgaben nachkommen kann. Wir haben mit Malaria, mit HIV/AIDS und mit Tuberkulose riesige Gesundheitsprobleme, die sich nur lösen lassen, wenn wir es schaffen, in allen Ländern dieser Welt gute Gesundheitssysteme zu haben, die in der Lage sind, diese Krankheiten zu bekämpfen und sich gut um die Patientinnen und Patienten zu kümmern. Und deswegen muss Deutschland auch endlich wieder seiner Verpflichtung stärker nachkommen, darauf drängen, dass auch andere Staaten wieder mehr in den Fonds investieren. Wir brauchen den Fonds dringend, um diese Krankheiten zu bekämpfen. Wir brauchen aber gute Gesundheitssysteme, auch insgesamt den Gesundheitszustand der Bevölkerung weltweit zu verbessern.